OMG, wie schlecht kann man nur fahren? Ausrufezeichen. Oder hier, lol, voll der Bender-Style. Bender, bekannter Freeride-Dropper, der immer mit dem Hinterrad tief hing in der Luft. Und mein Favorit hier, im Moment, Stefan Herrmann für Arme. Also Stefan Herrmann ist ein bekannter Fahrtechniktrainer, Pionier, der aber auch Racer war. Also Downhill Racer. Und nach World Cups gefahren ist natürlich super gut fährt. Und ja, ich bin dann der Stefan Herrmann für Arme. Auch cool. Hi, liebe Leute, ich bin's mal wieder, Marc von Ride First, der Bikeschule. Und wir haben natürlich auch den YouTube-Kanal hier. Und nach der langen Pause geht es jetzt weiter. Warum die Pause? Ja, es war viel zu tun. Der Relaunch. Ride First, die Bikeschule, ist nach der pandemiebedingten Pause, die dann ein bisschen länger gedauert hat, wieder voll am Start. Also Mountainbike-Kurse in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz. Bikeschule seit 2008. Ja, voll dabei. Ich bin nicht alleine. Fabian, mein Chef. Ja, und wir haben auch mehrere Angebote. Zum Beispiel Ride First ist halt die Bikeschule ja, einfach hochqualitative Fahrtechnikkurse. Und kleine Gruppen. Ja, ich bin natürlich auch Ausbilder intern. Und die andere Bikeschule, die wir betreiben, ist eine reine Ladybike-Schule. Die heißt Pia Isabella MTB Coaching. Gibt es auch seit mehreren Jahren. Und ja, da gibt es dann Lady-Angebote, Camps, Kurse. Das ist natürlich auch super gut. Und ja, jetzt zum Videothema. Also, ich packe alle Links unten rein, keine Sorge. Wenn ihr wissen wollt, wo sind die Termine, wann sind die Termine, wo sind die Orte, alles dabei. Und ja, ich kriege immer wieder zu hören, wie schlecht fährt denn eigentlich dieser Marc, dieser Fahrtechnik-Experte, wie er sich doch nennt. Und ja, ich denke. Ja, ich denke mal, das ist klar, dass man im Internet, wenn man sich so positioniert mit How-To-Videos oder so, dass man da auch Hater hat. Das ist bei mir seit 2009, seit ich die ersten Videos gemacht habe, natürlich an der Tagesordnung. Ich weiß, dass das anderen Presentern auf YouTube auch so geht. Wie das mit mir ist, Fall. wie schlecht bin ich eigentlich? Bin ich vielleicht der schlechteste Mountainbike-YouTuber vom Fahrkönnen her? Möchte ich nochmal auf euch eingehen. Und zwar könnt ihr euch ja fragen, was heißt denn es eigentlich, gut auf dem Mountainbike zu sein? Kriegt man vielleicht auch mal einen Kommentar, ey, du bist ja echt nicht so gut auch beim Biken, ne? Keine Ahnung, vielleicht gibt es ja sowas auch in Gruppen oder so, wenn man unterwegs ist. Oder man hat das Gefühl, dass man sich irgendwie beweisen muss. Das gibt es in der Gesellschaft, kann ich mir vorstellen, dass das beim Biken vielleicht auch mal gibt. Und ja, mein Anliegen ist da zu sagen, also ihr müsst nicht irgendwie von euch sagen können, ich bin der krasseste Biker, die krasseste Bikerin. Ich bin voll gut und ich werde immer besser. Was heißt das denn, gut sein? Also, ich würde sagen, wichtig ist, Spaß zu haben dabei. Klar, also, dass man halt nicht irgendwie so eingeschränkt ist in seinen Skills, dass man halt ganz schnell nur mit Stress und Angst zu tun hat, weil der Körper, das Gehirn merkt ja, wenn man überfordert ist. Und man will ja schon Spaß haben. Und vielleicht will man sich auch ein bisschen steigern, dass man über die Jahre immer besser fährt, vielleicht immer flüssiger. Man muss ja nicht die Risiken, die Sprunggrößen oder die Schwierigkeit immer krass steigern. Steigern. Aber der Punkt ist, besser werden für die eigene Sicherheit. Das ist ganz wichtig, weil es ist eine Risikosportart, aber die kleinsten Fehler können halt dazu führen, dass man sich verletzt. Und ob es jetzt ein Knochenbruch, Prellung oder Schulterverletzung, Knieverletzung, wie auch immer, es gibt echt viel, bis hin zu ja, Verletzung der inneren Organe, der Wirbelsäule und Gehirnschädel. Also, das ist echt nicht ohne. Immer wenn der Nosewheelie macht, wartet er auf mich.
Das ist doch. Ich kann Millionen Geschichten erzählen von nicht so schönen Sachen, die passieren beim Biken. Deswegen, ja, bitte arbeitet dran, mit Spaß natürlich, also üben mit Spaß, Training, aber auch mit Disziplin, dass ihr besser werdet, weil dann fahrt ihr sicherer. Ob ihr jetzt noch so bestimmte Manöver lernen müsst, wenn ihr sagt, hey, ich bin 55, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch einen richtig hohen Bunnyhop brauche, würde ich sagen, nö, natürlich nicht. Vielleicht, wenn du gerne Trails fährst und so weiter, ist aber ein Trail-Bunnyhop gut. Das ist nicht dieser ganz krasse hohe Bunnyhop, sondern der, den ich eigentlich immer zeige, den man auch gut nutzen kann für eine bessere Linie, für mehr Fahrfluss oder auch um bei Geschwindigkeit, um über Hindernisse zu kommen. Genau, und dann hängt es davon ab, was macht ihr? Fahrt ihr Bikepark? Dann will man vielleicht auch mal die Strecke schaffen, wo dieses eine Gap ist, wo man weiß, dass man es kann, man muss sich da rantasten. Will man vielleicht noch aktiver abspringen? Will man vielleicht eher langsame technische Trails fahren, mit Hinterrad versetzen? Dann muss man aber auch beide Seiten gut können, also muss man wieder üben. Ja, also werdet besser, seid gute Biker, aber macht euch auch keinen Stress und keinen Druck von außen. Es ist eure Leidenschaft, ihr macht es für euch. So, jetzt nochmal der Bogen zu mir gespannt. Ja, natürlich kamen dann immer diese Kommentare. Und bei mir ist es so ein lustiger Kontrast, weil ich ja als Fahrtechnik-Trainer ganz am Anfang, als ich quasi mit anderen Trainern, die waren alle was älter, am Start war, da war ich so der junge Wilde, der halt auch am meisten die von diesen Bikepark-Skills oder auch Sprüngen oder Wheelie-Manual konnte. Und dann bei meinen Kursteilnehmern, also ich mache seit 2008 Fahrtechnik-Kurse, da war natürlich auch ein bisschen so, hey, sieht ja voll cool aus, wie du auf dem Hinterrad fährst. Wow, wie locker du über den Rucksack springst, will ich auch können. Rucksack springst, will ich auch können. Ah, Hinterrad versetzen, ah, sieht wieder so easy aus, du hast echt voll, hast voll drauf. Das Feedback kriegt man dann immer und im Internet dann eher so, oh nein, das ist der nicht fahren kann. Ja? Das ist schon ganz witzig bei mir. Aber ich muss jetzt mal ganz klipp und klar da ein paar Sachen sagen. Also A, ich habe nie so getan, als wenn ich irgendwie Profifahrer gewesen bin vor meiner Karriere als Fahrtechniktrainer. Weil das gibt es natürlich auch Leute, die wirklich auf hohem Niveau Downhill oder BMX von mir aus oder was auch immer eine Profidisziplin gefahren sind. Das habe ich auch nie behauptet. Ich habe Downhill-Rennen gefahren, ich habe andere Rennen gefahren, aber immer nur auf Hobby-Spaß-Niveau. Und das ist auch gar nicht der Punkt, finde ich. Ein guter Coach muss kein Profi selber vorher gewesen sein. Aber was mir immer wichtig war, dass ich die Sachen, die ich lehre, dass ich die auch kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bunnyhop-Kurs mache, dann sollte ich auch einen Bunnyhop können, wenn ich das vermittle. Es muss aber nicht der hohe Bunnyhop sein, wie Fabi Wittmer den macht, aber ein guter, funktionaler Bunnyhop und auch abrufbar, ja, sollte vorhanden sein. Und ob es dann mal ein bisschen Abzüge in der B-Note gibt, weil manche sagen, hey, dein Style ist nicht so cool wie bei, würde ich jetzt nicht machen. Wenn mich jemand fragt, ich will noch besser beim Enduro Racing gehen, werden, dann sage ich, okay, geht zu Fabian, mein Kollege, der ist ja schon ewig lang aktiver Downhill-Racer und fährt auch Enduro. Das passt dann besser. So, und jetzt kommt der andere Punkt, auch ein bisschen zu meiner Ehrenrettung, ja, so schlecht, wie es manche sagen, also wie gesagt, ich coache das, was ich kann, und dann ist auch der Punkt, so schlecht kann ich ja auch nicht sein, wenn es einige Dinge gibt, wo ich auch weiß, okay, das habe ich lange geübt früher, wenn ich jetzt wieder übe, kann ich es auch. Und das können jetzt auch nicht so viele. Und ich bin zum Beispiel kein Racer. Das heißt, wenn man mit mir jetzt eine technische Strecke auf Zeit fahren will, kann man mich leicht abziehen. Da habe ich gar nicht die Risikobereitschaft. Skillset, wenn ich es trainieren würde, wäre vielleicht okay, aber da bin ich gar nicht der Typ für. Also bin ich bergab auf Downhill Race, bin ich kein Champion. Ja? Und ich bin auch Familienvater. Ich gehe auch nicht mehr so krasse Risiken ein. Genau. Aber ich kann zum Beispiel gut Manuals, was auch nicht so viele können. Ich mache es heutzutage nicht mehr so viel, vielleicht mal bei dem Dreh, da muss ich wieder ein bisschen vorüben.
Aber ich konnte früher einen kompletten Berg runter manualen. Wenn ich jetzt ein bisschen übe, mache ich auch wieder 20, 30 Meter auf dem Hinterrad im Stehen. Guck mal da, Mittag Junge. auf dem Hinterrad im Stehen. Ich ja, würde mal sagen, das können natürlich von den jungen Wilden, können das viele, von den, wenn, bei den 14-Jährigen oder so. Aber selbst da ist es nicht immer so einfach. Also auf jeden Fall ein Skill, den ich ganz gut kann und wo ich sage, okay, ich muss mich auch nicht verstecken. Auch wenn es natürlich jetzt nicht aussieht wie bei Martin Söderström oder Fabio Wippmer. Trotzdem habe ich nicht umsonst lange trainiert, macht Spaß und kann ich auch vorzeigen, wenn ich es ein bisschen übe. Und dann gibt es noch ein paar andere Sachen. Zum Beispiel, wenn ich einen Flowtrail fahre, auf den Table drauf hopsen und dann den Manual komplett runter surfen. Solche Sachen. Surfen. Solche Sachen. Genau, also ich weiß auf jeden Fall, was ich kann. Ich möchte Und euch jetzt noch. kommt noch ein Thema, das Springen und das Droppen. Da muss ich eine kleine Sache mal zu sagen. Und zwar, ich habe ja eine Autoimmunerkrankung. Und da ist ein Symptom, dass ich so einen Tonusverlust in der Muskulatur habe. Und das habe ich vor allen Dingen immer, wenn ich wieder reinkomme ins Springen, dann habe ich beim Springen immer so diese ganz schlaffe Muskulatur. Und ich muss erstmal wieder sicher werden, um dann wieder mehr Körperspannung zu haben. Kataplexie, für die Ärzte unter euch nennt sich dieses Symptom von meiner Narkolepsie. Und deswegen sieht das manchmal, wenn ich dann so springe, echt ein bisschen komisch aus, weil meine Gesichtsmuskeln dann auch so hängen und ich da auch so ein bisschen wie ein nasser Sack hänge. Und dann hänge. Und dann muss ich ein bisschen wieder reinkommen, dann geht's. Dann bin ich immer noch kein Styler, ich mache keinen Tabletop, keinen Whip. Ich mache ein bisschen Cross-Up, so ein bisschen den Lenker einschlagen, ein bisschen zur Seite gucken, wenn ich mal für ein Foto. Aber ich muss ja auch nicht so tun, als wenn ich ein krasser junger wilder Whipper und Styler wäre. Und genau. Und ja, die eine Sache noch mit dem Landen bei Drops. Schaut euch mal Rampage an, schaut euch mal Fabio Wippmer an. Wenn man so in der Erwartung einer harten Landung ist, ist das recht normal, dass man mit dem Hinterrad leicht zuerst landet. Und auch wenn die Landung bergab geht. Und ich hatte mir mal das Handgelenk gebrochen mit 20. Und deswegen finde ich Landung, wenn die anderen noch relativ geschmeidig finden, finde ich die schon relativ ruppig oder hart. Und ich mag halt sehr, sehr steile Landungen und das sind sie meistens nicht im Bikepark. Deswegen lande ich dann immer gerne mit dem Hinterrad ein bisschen zuerst. Weil ich das so mag und das so will und nicht, weil es nicht anders kann. Nur zur Erklärung. Und das ist auch, wenn ihr das selber auch macht, lasst euch das nicht schlecht reden. Das ist nicht falsch oder schlecht. Wenn ihr viele Skills haben wollt, dann solltet ihr das auch anders können. Ja, mit beiden Rädern gleichzeitig landen oder bei manchen Sprüngen und Drops landet man auch mit dem Vorderrad leicht zuerst, um da gut in kurze Landungen reinzukommen oder so. Genau. Viel geredet. Ihr habt ein paar Clips gesehen. Jetzt könnt ihr mal euer vernichtendes oder euer vielleicht doch konstruktives Urteil fällen. Bin ich der schlechteste Mountainbike-YouTuber, Fahrtechnik-Trainer? Also ich weiß es auf jeden Fall schon, dass ich auch ein paar Kollegen kenne, die auch, also die zum Beispiel keinen sauberen Bunnyhop können oder ein paar Manöver. Da würde ich jetzt an denen gar nicht groß rumkritisieren, solange sie nicht so tun, als wenn sie da die absoluten Oberprofessoren und Skills Meister wären. Dann ist das ja gar nicht schlimm. Man muss ja, als Trainer finde ich, sollte man halt das, was man lehrt, auch können. Und Schuster bleibt bei deinen Leisten, deswegen mache ich keine Racing-Kurse, kein Downhill-Race, kein Enduro-Race oder was weiß ich. Und wenn ich mit anderen YouTubern unterwegs war, ich war mit Leo Castoff unterwegs, der hat sich so gesteigert mit seinen Skills. Am Anfang hatte ich immer noch eine bessere Balance und konnte bei so Balance-Challenge ihn immer schlagen, aber das hat er dann auch trainiert. Jetzt auf die Bank. Sehr gut. Ich glaube, da macht er mich jetzt vielleicht auch fertig. Ja, aber ich will weiter fit bleiben auf dem Bike. Ja, schreibt mal rein, wie seht ihr das? Wollt ihr noch besser werden? Reicht euch das, wie gut ihr fahrt? Ja, bin ich mal ganz gespannt und wir sehen uns im nächsten Video.